Partei geblieben sind und sollten das nicht überstrapazieren. Aber es ist notwendig, auf einige Punkte nochmal einzugehen, die hier so im Raum stehen. Zuerst von Herrn Befindlich bezüglich der Budgetierung. Grundsätzlich ist es so, dass wir damals beim Bürgerbegehren auch mit der Frage, die wir gestellt hatten und mit der Ausarbeitung, dann keine Running-Budgetierung zuerst versucht haben, aber wir haben da gelernt und haben das, wie die Entwicklung sich gezeigt hatte, dann auch weiterentwickelt. Aber so weit sind wir noch nicht. Am 1. März ist vielleicht eine Entscheidung. Im Moment finden viele politische Gespräche statt, auf einer Ebene, die ich sage mal, auch dann vielleicht Entscheidungen fällen können. Und wie das am 1. März ausgehen wird, das steht alles noch völlig außerhalb des Wissens, was wir heute haben. Wir gehen davon aus, dass diese Befragung nicht kommt. Davon gehen wir aus, weil wir vom Menschenverstand her sehen, und was auch vielleicht die Differenz ist zu Herrn Roman und zu Herrn Dr. Zese, es ist perfide, wie diese Befragung den Leuten verkauft wird. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, und man sollte perfide Angelegenheiten sollte man aussprechen. In diesem Vorschlag steht drin, beide Seiten haben das gleiche Quorum zu erzielen. Man hält uns für blöde in Köln. Vielleicht sind wir etwas unterbemittelt, aber dafür haben wir ein Gefühl. Wenn man sagt, dass die Hafenbefürworter das Quorum erfüllen müssen. Nein, man muss die Randbedingungen lesen. Die Hafenbefürworter brauchen überhaupt nicht zur Wahl zu gehen. Das ist eine große Schau, die hier gemacht wird. Die Hafenbefürworter können alle zu Hause bleiben. Sie erfüllen das Quorum nicht und damit wird der Hafen ausgebaut. Roman, wir können alle rechnen. Das Delta ist, wenn die Hafengegner eine Stimme unter dem Quorum liegen, wird der Hafen auch ausgebaut. Das ist so eine Unverschämtheit, die dort geschieht. Das übersteigt alles, was ich in Köln bis jetzt gelernt habe. Wir können alles vergessen, was an schönen administrativen Punkten drin ist, was aufgeschrieben wird, wer wohin zu gehen hat und sowas. Dieses Kapitel 1 von Herrn Roters, diese Bemerkung, dass alle gleich sind, das ist pervers, was da gemacht wird. So, Punkt. Deswegen sagen wir, dass am 1. März erst eine Entscheidung fällt. Und es gibt viele Leute in den Parteien, die diese Sache jetzt durchschauen, und die werden auch unterstützt durch die Presse. Die Presse, nimmt man die Rundschau und nimmt man den Schallanzeiger, die bei uns auch eine politische Meinungsbildung machen oder auch unabhängig arbeiten, die hat das erkannt, was dahinter steckt. Und Herr Fuhler hat uns lange Zeit darauf aufmerksam gemacht, auf den Einfluss des Logistikkonzeptes auch. Ja, Frau Füchsermann, dann machen wir doch das Logistikkonzept. Dann werden wir alle neuen Entwicklungen dort von den Fachleuten ausgearbeitet bekommen. Danach können Ratsmitglieder entscheiden. Oder man macht einen Masterplan und dann entscheidet die Bevölkerung mit dieser Basis und nicht auf einer tricky Art und Weise, dass weil ja der Ratsbeschluss, wenn das Urteil kommt, aufgehoben ist. Und heute bezieht man sich dann auf diesen Ratsbeschluss und sagt, der wird dann ja weiter fortgeführt. Dann gibt es nicht mehr, wenn das auch da ist. Zur Budgetierung nochmal. Wenn wir gezwungen werden, eine Beteiligung an einem Verfahren dann zu bewerkstelligen, das werden wir nach dem 1. März entscheiden. Wir haben eine sehr gut zusammengesetzte Runde mit vielen Fachleuten und dann werden wir uns überlegen, wie wir das bewerkstelligen können. Übers Geld brauchen wir nicht zu reden, Geld hat der IHK, wir brauchen kein Geld für eine Kampagne. Ob wir dann Blätter bei den Wochenspiegel legen oder was, brauchen wir nicht. Wir machen hier keinen Marketing-Gag.
Die kämpfen für, im Endeffekt, für die Erhaltung dieser Natur hier. Da braucht man kein Marketing dafür. Sie können ganz beruhigt sein. Wir haben genügend Erfahrung in Bewerkstelligung solcher Situationen. Und die werden wir einsetzen, nach dem ersten Nacht, nicht vorher. Vorher kämpfen wir darum, dass dieser Unsinn gestoppt wird. Ich habe verschiedene Zettel jetzt hier, wo ich vielleicht ein bisschen helfen kann, das zu, ein bisschen zu erläutern. Jemand schreibt hier, es soll ein Gesetz geben, dass bei Bürgerentscheiden nur noch die Hälfte der Stimmen nötig sein soll. Ja, das ist die Gesetzesinitiative der Koalition in Düsseldorf. Die sollte eigentlich am 24. diesen Monat in erster Lesung sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man da irgendwie einen Hinweis bekommen. Es wird wahrscheinlich Anfang März irgendwann sein, wenn es verabschiedet wird nach der Ratsentscheidung. Überlasse ich Ihnen. Aber man hat erkannt, und das finde ich gut, in der Koalition in Düsseldorf, wo auch der Herr Ott mit in der Kommission saß, die das ausgearbeitet hat bei den Koalitionsverhandlungen, dort senkt man das Quorum richtigerweise auf 10%, aber man senkt es insgesamt nur für die zulässigen Verfahren. Es wird weiterhin für Bauleitverfahren, für Planfeststellungen nicht gültig sein. Aber in Köln zimmert man sich ja irgendwas zusammen aus verschiedenen Bausteinen, sagt, das nehme ich davon, das nehme ich davon, und damit mache ich dann eine Bürgerbefragung à la SPD. Also, es wird ein Gesetz kommen, und der Herr Stark von der Demokratie ist ja auch auf der politischen Seite da sehr rege und hat da auch die Übersicht, und vielen Dank auch Ihnen, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Dann ist hier von einer Frau Hannelore, kann ich nicht so genau lesen, ich könnte es geschrieben haben, ein Vorschlag, wie man sich organisieren könnte, wenn es notwendig ist, alle hier in Köln dann zu verbinden, dass die Bürgervereine gegen diesen Unsinn der Politik vorgehen wollen. Haben wir auch schon darüber nachgedacht. Wir haben auch schon neue Mitstreiter gewonnen in unserer Aktionsgemeinschaft. Und wir werden dann auf andere Gruppierungen auch zugehen. Wir machen das atmend. Wenn wir es brauchen, machen wir es. Und wenn wir es nicht brauchen, dann arbeiten wir unsere Sachen weiter. Aber wenn wir Hilfe brauchen, fragen wir auch andere, mit hinzuzukommen. Das hat sehr gut funktioniert. Und vor allen Dingen auch in unserer Struktur, die wir haben. Jeder kann in seinem Bürgerverein oder was er vertritt, kann er seine Sachen vertreten. Wir bitten nur die Unterstützung in diesem Sachthema, und die bekommen wir dann. Alle können aber frei und ja, auch lustig manchmal, nur zur Kultur, Schuss und lustig zum Beispiel, können ihre Sachen weiter bearbeiten. Das hoffe ich, hat diese Frage geklärt. Ja, es ist sehr klar hier geschrieben, könnte es sein, dass verschiedene Leute Dinge von anderen Leuten abhängig oder gar bestochen worden sind, sollte man nicht eine Strafanzeige gegen Unbekannt durch viele Bürger gestützt anstreben. Jeder hat ja sein Gefühl dabei, und ich möchte da keine Spekulation machen, abgesehen, wo wir auch Fakten haben, dass sowas vorliegen könnte, das ist ja schon mal zur Anzeige gebracht worden. Ich würde nicht sagen, dass man vielleicht das in Wuppertal etwas anders sieht, als wie bei der Kölner Staatsanwaltschaft. Aber das ist so ein Thema, da können wir nicht einfach in den blauen Wind etwas vermuten und dann eine Anzeige machen. Wenn wir Fakten hätten, würden wir es machen. Im Moment haben wir das nicht, und dann lassen wir es bitte auch. Wir haben genügend zu tun mit den Sachen, die wir belegen können durch Fakten und die wir selbst untersucht haben. Und ich muss immer wieder sagen, Dieter Nehl und ich und mein Bruder zu der Zeit, wir haben dank unseres Auges, was oben am Himmel ist, also Google Earth, haben wir erst die Möglichkeit gehabt, den Hafen in Nils zu untersuchen, wie wir es gemacht haben, um unsere Fakten rauszufinden, und die Quadratmeterangaben, die dort angegeben worden sind, die können Sie uns glauben.
Die haben wir überprüft. So, ich habe noch eine Sache von dem Herrn Dr. Albach. Ist er noch da? Ja, hier. Dr. Albach, vielleicht können Sie gerade noch mal erläutern, dann kann ich da eine Antwort drauf geben, weil ich das, wie gesagt, so oder so sehen könnte. Danke, ich komme natürlich jetzt vielleicht einer der wenigen, die nicht hier aus dem Stadtbezirk kommen. Ich bin umweltpolitischer Sprecher der FDP und komme aus Köln-Flittach. Da gibt es auch eine Rheinaue und für die kämpfe ich genauso, wie Sie für Ihre kämpfen. Und ich kämpfe auch für Ihre hier, weil ich für ganz Köln ja auch zuständig bin. Und der eigentlich Neue in dem ganzen Prozess ist ja, dass aus anderen Ecken von Köln, gerade am Norden, an der Grenze zu Leverkusen, das vielfach hier als etwas Regionales, weit entferntes lange Zeit wahrgenommen wurde. Und erst diese Bürgerinitiative führt dazu, dass man diese Art von Politik als etwas ist, was für Köln ganz bestimmend ist. Das heißt, diese vier mit fantastischen Zahlen dargestellt haben, wie hier Politik gemacht wird von der AGK, das ist ja vielfach nicht wahrgenommen worden. Es wurde ja weit entfernt wahrgenommen. Und ich glaube, dass dieser politische Prozess, der jetzt hier angestoßen worden ist, die Diskussion, ob wir ein Bürgerbegehren haben wollen oder nicht und wann und unter welchen Bedingungen, das ist eigentlich das, was die neue Qualität ist, nämlich dass hier das ein Exempel ist für Kölner Politik und dass wir deswegen auch jeder in Köln davon betroffen ist, selbst wenn man aus Flittach kommt. Und von daher, ja, ich glaube, wir brauchen einen Meinungsaustausch, speziell bei der SPD, die muss nämlich ihre Meinung austauschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war doch sehr, sehr präzise und hat die Situation sehr gut beschrieben, die vorherrscht. Ich möchte eins noch sagen, und das liegt mir wirklich, ja doch, da bin ich sehr von überzeugt. Ich habe früher in der Industrie gearbeitet, wenn man Produkte herstellt, die vielleicht bei anderen auf Ressentiments stößt, auf Kritik, muss man diese Kritik annehmen und muss sich selbst auch immer wieder fragen, ob das richtig ist, was man macht. Wir kritisieren den Ausbau des Godorfer Hafens. Wir haben in keinster Weise kritisiert den Bestand des Godorfer Hafens mit seinem enormen Gefährdungspotenzial, mit dem enormen Gefährdungspotenzial der umliegenden Industrie, was die einzige Chemieanordnung jetzt in Köln ist. Im Norden ist das ja abgewickelt worden. Das kritisieren wir nicht. Wir sind uns mit Herrn Professor Pruner vollkommen einig. Wir sind dafür, dass die Geldkuh, ich sage es bewusst nicht in Englisch, die Geldkuh, die hier im Rudolfer Hafen liegt, dass diese ausgebaut wird, dass diese vermehrt wird, dass die Stadt Köln und die AGK so viel Geld wie möglich damit verdient. Mit dem Chemiehafen und mit der Verladung, die dort gemacht wird, auf diesem Gelände. Andere Firmen brauchen für eine Ausweitung des Geschäftsumfanges nicht immer neue Flächen. Es gibt in Köln Firmen, die denken nur eindimensional. Wir haben drei Dimensionen. So, der Godorfer Hafen, wie er jetzt existiert, ist absolut richtig. Der gehört dahin, der muss von uns gestärkt werden. Aber keine Zerstörung des Naturschutzgebietes. Da kämpfen wir für. Und da bin ich froh, dass zum Beispiel meine Kinder, die ja, nun, die kommen ja nicht dafür, dass ich sie infiltriert haben, aber wir brauchen ja eine nachfolgende Generation, die dann auch mal auf die Straße gehen können, wenn ich vielleicht dann das nicht mehr so kann. Die brauchen wir.